Willkommen zu Zeiss Caligo. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie die Simulationsumgebung konfigurieren und das RevTool importieren, das ist der Werkzeugname für den Referenztaster in Caligo. Außerdem importieren wir ein Tastersystem für taktile Messungen und den Eagle Eye Sensor für optische Messungen. Sie lernen, wie Sie das KMG in der Simulationsumgebung bewegen und wie Sie Ihr Bauteil neu positionieren, sodass es zur Position auf der Platte des KMGs passt. Bevor wir beginnen, stellen Sie sicher, dass Caligo auf Ihrem Computer installiert ist, Ihre Testlizenz aktiviert ist und Sie Ihr Messgerät konfiguriert haben. Wenn Sie Zeiss Caligo ausprobieren möchten, schauen Sie unten in die Beschreibung. Dort finden Sie Links zum Software-Download, zur Testlizenz und zum Download von Trainingsdaten. Wechseln wir in die Software. Caligo öffnet sich mit dem Startbildschirm. Als erstes prüfen wir, ob unser KMG in der Simulation verbunden und konfiguriert ist. Öffnen Sie dazu Werkzeuge, Einstellungen, KMGs und gehen Sie zu Caleno, das wir im vorherigen Video angelegt haben. Die beiden Optionen, Verbindung bei Systemstart und Simulation der Steuerung müssen aktiv sein. Wenn eine dieser Optionen nicht aktiviert ist, aktivieren Sie sie und starten Sie Caligo neu. Wenn Sie die Konfiguration der Steuerung ändern, müssen Sie die Software immer neu starten. Nach dem Neustart von Caligo kommen wir nun zur Konfiguration der Simulationsumgebung. Zunächst öffne ich einfach die Caligo Training Session, die in den Trainingsdaten enthalten ist. Nachdem der Prüfplan geöffnet ist, zeigen wir als erstes das KMG-Modell in der CAD-Ansicht an. Das geht, indem Sie das Simulationsauswahlmenü über der Hauptsymbolleiste öffnen und Anzeige des KMG-Modells auswählen. Oder Sie klicken auf das KMG-Symbol in der Hauptsymbolleiste. Zoomen wir heraus und werfen einen genaueren Blick auf das Einarm-KMG. Wie Sie sehen, befindet sich kein Tastersystem und kein Sensor am Sensorträger. Unsere erste Aufgabe besteht darin, das RevTool zu importieren und an unserem KMG-Modell anzubringen. Denken Sie daran, dass RevTool der Werkzeugname für den Referenztaster in Caligo ist und hauptsächlich zur Einmessung des KMGs verwendet wird. Um das RevTool in die Simulation zu importieren, öffnen wir das Steuerungsfenster und klicken auf das Symbol für die Tastereinmessung. Das ist das Symbol mit dem X und dem Messkopf, neben der Statusleiste für die Einmessung. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, können Sie ein Tastersystem für das RevTool importieren. Wählen Sie hier Ja aus. Unter Definition können Sie das Modell für Ihr Tastersystem auswählen, das Sie importieren möchten. Da wir einen DSC-Sensorträger verwenden, wählen wir das DSC-RevTool-Tastersystem aus. Dann wählen Sie Jetzt importieren. Sobald er importiert wurde, wird der Referenztaster auf dem Simulationsmodell des KMGs angebracht. Als nächstes gehen wir einige Tastaturbefehle für Bewegungen in der Simulationsumgebung durch. Um das KMG zu verschieben, klicken Sie die Spitze des Tasters und halten Sie die linke Maustaste gedrückt. So können Sie das KMG in alle Richtungen bewegen. Um es in eine Achsenrichtung zu bewegen, halten Sie die X, Y oder Z-Taste gedrückt, während Sie die Tasterspitze klicken und mit gedrückter Maustaste bewegen. Wenn Sie die Messkopfspitze klicken, die Taste A gedrückt halten und die Maus vor- und zurück bewegen, wird das Tastersystem in der A-Achse der Steuerung in der Simulation gedreht. Wenn Sie stattdessen die Taste B gedrückt halten, wird die B-Achse gedreht. Wenn wir den Eagle Eye später importieren, sehen wir, dass wir noch eine zusätzliche C-Achse haben, um den Kopf des Sensors zu drehen. Wenn Sie die Taste C und die linke Maustaste gedrückt halten, können Sie den Kopf des Eagle Eye drehen. Außerdem können Sie die KMG-Geschwindigkeit im CNC-Modus in Simulation anpassen. Um die Geschwindigkeit zu erhöhen, nutzen Sie die Taste Bild nach oben und zum Verlangsamen die Taste Bild nach unten.
Nach diesem kurzen Überblick über Tastenbefehle fürs Bewegen des KMGs in unserer Simulationsumgebung, importieren wir als nächstes das Tastersystem für taktile Messungen. Dabei handelt es sich um ein Tastersystem mit einer 200 mm Verlängerung und einem RSTP-Sensor. Als erstes müssen wir dazu den Referenztaster, also das Werkzeug-Ref-Tool, manuell ablegen. Gehen Sie dazu ins Steuerungsfenster und klicken Sie auf das Symbol mit dem Pfeil und dem Messkopf. Nachdem der Referenztaster abgelegt wurde, sehen Sie, dass der Pfeil im Symbol jetzt nach oben zeigt. Klicken Sie auf das Symbol, um ein neues Tastersystem manuell aufzunehmen. In diesem Fenster können Sie aus vorhandenen Tastersystemen wählen. Da wir jedoch noch keine haben, wählen Sie Taste anlegen. Um das Modell für unser neues Tastersystem auszuwählen, klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten, rechts neben Definition. Dann wählen Sie RST-200.ssc aus, der in den Trainingsdaten bereitgestellt wird, und klicken Sie auf Öffnen. Nach dem Import ändern wir den Namen des Werkzeugs. Das Textfeld für Ziel definiert den Namen des Werkzeugs für jeden Taster in unserem Tastersystem. In unserem Fall haben wir nur einen. Löschen Sie den vorhandenen Text und geben Sie 200-1 ein. Um sicherzustellen, dass der Taster in Simulation korrekt angezeigt wird, klicken Sie auf Taster nach Import einwechseln und wählen Sie Jetzt importieren. Wie Sie sehen, wurde unser Werkzeug 200-1 im Steuerungsfenster ausgewählt und in der CAD-Ansicht sehen Sie, dass es am KMG angebracht wurde. Das bedeutet, dass es erfolgreich importiert wurde und wir den Eagle Eye Sensor importieren können. Der Importprozess für den Eagle Eye Sensor ähnelt dem des Tastersystems. Legen Sie als erstes den Taster 200-1 manuell ab, indem Sie auf das Symbol mit dem Pfeil und dem Messkopf im Steuerungsfenster klicken. Klicken Sie dann erneut auf das Symbol, um ein neues Tastersystem manuell aufzunehmen. Wählen Sie anschließend die Schaltfläche Taster anlegen. Dieses Mal wählen Sie Eagle Eye im Auswahlmenü für Definition. Um den Werkzeugnamen des Eagle Eye zu ändern, löschen Sie den Text unter Ziel und geben Sie EE-1 ein. Wählen Sie auch hier wieder die Option Taster nach Import einwechseln, um sicherzustellen, dass er korrekt angezeigt wird, und dann klicken Sie die Schaltfläche Jetzt importieren. Nach dem Import wird der Eagle Eye Sensor in der CAD-Ansicht am KMG angebracht. Jetzt, da wir alle Messköpfe importiert haben, können Sie zwischen den Sensoren wechseln, indem Sie den jeweiligen Sensor im Auswahlmenü für Werkzeuge im Steuerungsfenster auswählen. Damit können Sie schnell zwischen den Werkzeugen wechseln, die Sie für unsere Messungen benötigen. Das nächste Symbol ist die Einmessung des Tasters. Wenn Sie mit einem tatsächlichen KMG arbeiten, können Sie damit Ihre Messköpfe einmessen. Da wir jedoch in Simulation arbeiten, werden die Messköpfe automatisch eingemessen. Im Steuerungsfenster können Sie das KMG auch zu bestimmten Koordinaten bewegen, indem Sie die X, Y und Z-Werte eingeben und auf das Symbol rechts neben den Werten klicken. Das gleiche gilt für bestimmte Winkel, wenn Sie Werte für die A, B und, im Fall des Eagle Eye, C-Winkel eingeben und auf das Symbol rechts neben den Werten klicken. Nachdem wir nun unser KMG und unsere Sensoren für die Verwendung in Simulation eingerichtet haben, sehen wir uns an, wie wir das CAD-Modell eines Bauteils positionieren. Die Position des CAD-Modells soll der tatsächlichen Position des Bauteils auf der Platte des KMG entsprechen. Dieser Vorgang wird über Assistent für Messumgebung durchgeführt. Sie finden ihn unter Ansicht Assistent für Messumgebung. Um das CAD-Modell so zu positionieren, dass es der tatsächlichen Position auf dem KMG entspricht, können Sie entweder die Kugel um das CAD-Modell greifen oder bestimmte Werte im Fenster Messumgebung eingeben. Jetzt, wo unser KMG in Simulation komplett konfiguriert ist, sind wir am Ende dieses Videos angelangt. Wenn Sie Interesse haben, können Sie sich als nächstes das Video Messvorlagen in Caligo konfigurieren anschauen. Vielen Dank und viel Spaß beim Messen!
Und wenn Sie nach einem umfassenderen Training suchen, schauen Sie sich das Zeiss Caligo Basic Training an. Den Link dazu finden Sie unten in der Beschreibung.